der spirituellen Liebe gibt es Ozeane aus Licht, voller dunkler Sterne. Ihr könnt eure Herzen für euch selbst öffnen. Wie alle sehen es, die Lichter, Dunkelheit und Räume sind im Gleichgewicht. Und alles ist im Einklang und lebendig. Die Lichter der Dunkelheit verbinden den Kosmos und die Sonne. Die Kosmen der Lichter sind barmherzig und freundlich. Die transzendentale Natur der Wasser, der Gase, der Erde und Feuer, Gute und Lebewesen leben in Geistern jenseits der Gewalten. Diejenigen, die es nicht können und wollen, sind erleuchtet und retten die besten und die schlechtesten Welten. Sie beinhalten Anerkennung, Gewissen, Verständnis und Freiheit, Anarchie, Ordnung, Vergebung und Leben. Bringen diejenigen zusammen, die nicht vergeben können, vergeben das, was zu vergeben unmöglich ist. Die Brillanz zieht durch alle Welten, fließt und erleuchtet diejenigen, die es nicht verstehen können. Alles mit den Technologien und der Natur verpackte zum ewigen Frieden, der Geister und der Herzen des Lebens. Und alles fließt in Ewigkeiten, alle guten und schlechten Gedanken in den Kosmos und leichte Substanz. Es wird besser und alles ist, wie es ist. Die Götter, Göttinnen und die Geister reinigen alles. Wünsche des Unmöglichen erfüllen. Wer das Unmögliche will, verdient das Unmögliche. Um Glück und sogar Euphorie. Ich vergebe, um alles Leben zu retten und durch Magie befreit zu sein, sodass die Leben und Natur aufrecht, ehrlich, fair, korrekt und aufrichtig stehen und die Geister der Herzen erleuchtet sind. Um die Liebe zu schaffen, die Natur der Dinge umfasst. Um das Leben und den Tod allem gewachsen werden.